Gegen 15 Uhr wurde am heutigen Nachmittag von einem Anwohner eine starke Rauchentwicklung im südlichen Bereich der Ortschaft Förden festgestellt. Durch den Anwohner wurde dann der Ortsbrandmeister hier in Kenntnis gesetzt. Nach der ersten Kurve habe ich schon eine große Rauchwolke gesehen und wo ich näher kam, war der Stall bereits in voller Ausdehnung am Brennen. Das heißt, aus den Lüftungsschächten zog der Qualm raus und im ersten Bereich war das Dach mittlerweile schon durchgebrannt. Im Nachhinein haben wir dann rausbekommen, dass der Stall mit 86.500 Legehennen belegt war. Wie gesagt, eine Tierrettung war nicht mehr möglich. Alle Tiere sind zu Schaden gekommen. Funkenfluch ging dann vom Stall aus auf ein angrenzendes Stoppelfeld bzw. zwei Stoppelfelder, sodass wir nebenbei dann auch noch den Flächenbrand bekämpfen mussten. Aufpassen, dass unsere Feuerwehrfahrzeuge, die auf diesem Acker standen, nicht selber in Gefahr geraten. Wir sind anfänglich im Bereich von einer sechsstelligen Summe ausgegangen. Nach dem neuesten Erkenntnisstand liegt der Schaden jetzt zwischen 2,5 und 3 Millionen, wenn nicht sogar noch darüber.